Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Dungeons Siege 2 mit dem Hotfix Mod. Und wir wieso habe ich kein größeren Tresor? Geht der Mod wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Mod dabei, der die Tresorgröße vergrößert, aber das geht irgendwie nicht. Aber egal, wir müssen nicht so viele Sachen langen, außer zum Beispiel die Agenzien mit Magic Find und so weiter. Greetings. Would you like an item? Ich habe ein paar Nesselbündel für euch. That is a good start. But I still need some more nettle clusters. Or the ja, das werde ich. Schauen wir mal. Ah, der Nesselbündel haben wir gegeben. Schauen wir mal, ob der Händler etwas hat. Wir haben ja genug Geld. Ja, nein, nicht genug. Hier könnten wir alle Nesselbündel kaufen, aber wir haben eben zu wenig Geld. Und wir müssen eigentlich jedes Mal schauen, ob es hier MF-Sachen gibt. Weil es gibt, glaube ich, nur zwei und die sind nur auf einem bestimmten Level kaufbar. Sonst müssen wir die mühselig suchen gehen. Und das ist nicht so gut. So, wir haben ja letztes Mal auch die Pets gesammelt, also die Beschwörungen haben wir gekauft, genau. Und wieso leckt es so ein bisschen? Ah, jetzt leckt es nicht mehr. Und dieses Mal werden wir sie hoffentlich einsetzen können. Es leckt ein bisschen, sorry. Komm du mal nach oben. So, drücke ich mal auf die Hard, also die Hand auf die Hard-Taste legen. Hier hat's nichts. Nö. Dann gehen wir hier weiter. Hier hat's einen Turm oder so. Ja. Oh, hier hat's einen großen. Angreifen, hopp, schnell. Bevor er uns erreicht. Geh weg, geh weg. Oh, der macht Damage. Das ist ja Wahnsinn, wie viel Damage der macht. Einmal zugeschlagen und sie hat nur noch halbes Leben gehabt. Und Drago Basel hat Intelligenz bekommen. Er ist intelligenter geworden. Er kann jetzt ein Brot von einem Salami unterscheiden. So, also hier haben wir nichts. Hier haben wir einen Schalter. Und mit einer Truhe. Bitte des Besseres. Hm. Gut, danke schön für diese Handschuhe. Die brauche ich nicht. Komm mal mit, Triade. Neru heißt sie, glaube ich. Deru, okay, Deru. Ja. Kommst du mal mit? Und hier haben wir. You are the one who kidnapped Tansy. Tell me where she is or I will kill you, fiend! Ha! I'll kill you first, green lady! Autsch. Jetzt ist er abgehauen. Haku-Entführer, okay. Ah, sie lebt noch. Tansy? They nearly killed Hesla as well, but I was able to bring her safely back to Ireland. But Tansy, oh, I could not reach her in time. Tansy is my niece. We three, Tansy, my sister Hesla and I, were searching for survivors following the Morden attacks. Tansy was taken by the treacherous Haku. Okay, sie wurden entführt. Die Haku, diese kleinen maskierten Waldbewohner. Yes. Been a Haku stronghold, and gladly did we allow them to remain, even though they did occasionally cause mischief. We should have exterminated them when we had the chance. Oh, poor Tansy! Wir hätten sie ausrotten sollen. Hm. Nun ja, der Krieg bringt oft das wahre Gesicht der Wesen zum Vorschein.
Das mit eurer Nichte tut mir leid. Please, Stranger. You seem able and well equipped. Help me find Tamsi. Ja, wir suchen sie. Ja, du bist schwer verletzt, ich verstehe. Ja, also dann sehr wohl, Herrin. Ich werde die Angelegenheit für euch machen. Ich werde alles tun, ihn zu finden, Herrin. Begebt euch zurück nach Iroran. Eure Wunden sehen schlimm aus. Und redet nicht so viel. Ja, danke. Also eben, sie hat gesagt, Tansy wurde entführt, ihre Nichte, und wir müssen sie jetzt suchen gehen. Und ihr wisst ja noch, diese Höhle, wo er seinen Rundgang hatte, hatte einen weiteren Weg drinnen. Und dort müssen wir hin, ab von einer anderen Seite. Mal schauen, ob wir das erreichen. Bald erreichen. Oh, das ist nicht gut, wenn die so viel Damage machen. Oh, ganz knapp. Oh, ich bin gestorben. Gott, oh Gott, das sind drei Haku-Schamanen. Klar, dass ich... jetzt ist sie auch gestorben. Also nicht gestorben. Sondern bewusstlos, genau. In diesem Spiel stirbt man erst, wenn die Gegner auf uns einhacken, wenn wir bewusstlos sind. Und dann noch die gesamte Lebensenergie verlieren. Oh, das ist nicht gut. Die sind viel zu stark hier. Das ist nicht gut hier. Komm. Oh, jetzt haben wir noch zu wenig Mana. Und auch zu wenig Leben. Oh, wieso sind die so stark? So, den großen haben wir. Den auch. Okay, wir haben es noch überlebt. Die sind recht stark hier. Wir brauchen die Beschwörungen unbedingt. Ah, hier ist die Deru. Gut, sie hat es überlebt. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier finden. Das muss doch irgendwas... Dieses Reh. Vielleicht für eine Mission. Hier ist nichts. Wirklich, hier ist wirklich nichts. Und wir haben... Okay, so viele starke Gegner gehabt und nichts. Was haben wir denn gefunden? Eine Ziestsalbe. Sonst nichts. Du brauchst unbedingt Heiltränke. Müssen wir wahrscheinlich noch ein paar kaufen gehen. Ah, hier, wir hätten hier auf den Gesundheitsschrank gehen können. Aber der ist nicht an. Oder der ist nur an, wenn wir volle Lebensenergie verloren haben. Also hier können wir nicht weiter. Und hier ist ein Morden. So, einen schwachen, wundersamen Kestus. Den können wir ihm ihr geben. Das ist eine Magierwaffe. 4 Naturmagie-Schaden. Sehr schön. Und hier haben wir Kampfmagie-Schaden, aber egal. Dafür Intelligenz. Oh. Wechseln. Und hier haben wir... Was sind das? Gila-Schlitzer und Gila, spuckende Gila. So, wir haben auch Naturmagie bekommen. Wir müssen den töten hier unten. Oh, ein Gesundheitstrank, sehr schön. Kommen wir die also auch mal über? So, dann schauen wir mal. Hier können wir dieses killen. Und hier auch dieses. Einen Heiltrank ihr geben. Und immer noch nichts Gutes gefunden.
haben wir das auch überlebt. Und jetzt Mana-Tränke einwerfen, bitte. Die machen wenigstens nicht so viel Damage. So. Und hier haben wir noch einen Turm. Sehr schön. Ja, wir wissen's, was wir tun müssen. Nehmen wir sie wieder. Kaputt machen bitte. Eins nehmen. So, der. Gut. Wechseln. Und hier aufmachen bitte. So, Dele. So hat er kein Charakterbild. Ist wieder ein Anzeigebug. Geierschlitze töten, bitte. Kann es sein, dass dieser Eisschuss jetzt viel Mana braucht? Eishammer. Wie viel braucht er denn jetzt? 8 Mana pro Schuss. Okay. Oh Gott, oh Gott. Da sind ganz viele Naulbestien. Hier haben wir Stammstiefel. Oh Gott, oh Gott. Nicht gut. Was ist hier? Ah, so eine. Und wir haben nochmals einen wundersamen Kestus. Kampfmagie schauen. Nee. Schauen wir uns zuerst mal hier ein bisschen um. Hier haben wir Fässer. Und hier oben auch. Und ein Behälter, einen Korb. Nicht gerade das, was ich will. Aber jetzt können wir hier rein. Und wer mich zugehört hat, der letzte Folge, habe ich ja gesagt, es ist in einem Wasserfall noch ein Set-Item. Das ist der Wasserfall gewesen hier oben. Dann gehen wir mal hinein. Ah, hier haben wir einen. Die können wir ja nicht pflücken, genau. Also dann gehen wir hier rein. Sonst ist ja nichts mehr hier. Dann können wir runterschauen. Oh, geht's hier tief runter. Kommst du mit oder bleibst du hier? Da ist nämlich noch ein Korb. Die bleibt einfach hier. Den Korb nehmen wir mit. Also nicht den Korb mitnehmen, sondern den Inhalt nehmen wir mit. Auch wenn es nur ein Gold ist. So, schauen wir mal, was wir hier finden. Außer, außer dem Set-Item. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Handschuhe haben wir ja schon. Könnte zum Beispiel der Helm sein. Ah, hier haben wir noch einen Geist, wo wir bald mal befreien können. Aber zuerst müssen wir so einen Gesang haben, wo wir dann plötzlich geistig sprechen können. Und hier? Ah, die Dryadenrüstung. Haben wir schon. Okay. 4 zu Stärke. Dann nehmen wir doch. 9, 14. Besser. Ja, jetzt haben wir plus 5 Resistenz gegen Blitze dazu bekommen. Und ja, wenn wir 3 haben, bekommen wir nochmal etwas dazu. Und bei 4 bekommen wir dann einen großen Set-Bonus. Und hier haben wir einen mysteriösen Gesang bekommen.
Ich weiß nicht, für was die sind. Die müssen wir dann austesten. So. Also da es jetzt zu schwer ist, um alleine ja, weiterzumachen, werden wir mal ja, werden wir wahrscheinlich zuerst leveln, bis es bis wir die beschwören können. Dann sind wir nicht mehr so allein. Wo ist die Dame? Ist die schon wieder hängen geblieben? Ach komm bitte. Bleib nicht immer hängen. Wir sollten beide auswählen. Kann man das überhaupt? Das kann man gar nicht hier in diesem. Im ersten Teil konnte man es auswählen. So. Oh, ja. Hier gehen wir nicht mehr weiter. Dann gehen wir zurück. Ich kann sicher irgendwie. Okay, dann werden wir kurz speichern.